Sechsjähriger will einfach mit mehr als 1000 Euro Spielzeug kaufen. Aber jetzt kommt die Polizei und die Mutter vorbei. Wir hätten trotzdem mal ein paar Fragen. Das war's, richtig, ja. Das ist der Rucksack ihres Sohnes. Und wenn sie da mal einen Blick reinwerfen möchten, ihr Junge ist hier gerade auf Shoppingtour. Dann lass den armen Jungen doch mal auf Shoppingtour gehen. Aber nein, jetzt mischt sich auch noch der Vater mit ein. Aber was ist das? Wir waren einkaufen hier um die Ecke und dann ist er eben weggelaufen. Auch Vater des Kindes? Und er hat's, nein. Ja, nein. Auch Vater des Kindes? Und er hat's, nein. Wie er noch verdutzt guckt. Wie, bin ich jetzt doch nicht der Vater oder was? Als der Vater dann aber nach seinem Personalausweis gefragt wird, nimmt er einfach den Sohn als Geisel. Aber zum Glück gibt's da noch eine Verkäuferin, die ihm eine Ansage macht. Du auch! Lassen Sie den Jungen los! Wirf die Waffe runter! Sofort! Aber womit bedroht sie den Vater? Auf den Boden! Mann, Gloria, ich wollte das nicht. Runter. Mit einem Spielzeuggewehr aus ihrem eigenen Laden. Ich kann nicht mehr. Hinterlasst ein Abo.